Hallo, liebe Checker-Freunde. Jo, was haben wir hier? Den neuen Kia IV, nenne ich es mal, EV6-Dämpfer. Ich gehe mal in die Totale, weil wir sehen jetzt hier die Ambientebeleuchtung, die ab der GT-Line mit an Bord ist. Und das muss ich sagen, die finde ich wirklich lässig. Fangen wir mal wie immer an der Mittelkonsole unten an. Was man jetzt hier sieht, der grüne Querstrich, das ist das induktive Laden. Das heißt, jetzt nehmen wir mein Geschäftshandy, das ist vollgeladen. Ansonsten leuchtet es dann orange. Dann haben wir hier Parksensoren-Piepser, 360-Grad-Kamera. Dann können wir hier mal schön drauf gucken. Okay, hier sieht man meine Halle. Ja, ist das ein bisschen überbelichtet. Drücken wir wieder drauf, ist es weg. Sehr edel gemacht, der Parkknopf, beziehungsweise hier diese Linie, wo lang läuft. Na, die geht hier los, dann hier rüber, dann unseren Shift-by-Wire-System, sage ich mal, elektronische Schaltung, rückwärts neutral, Park-Position, ein schöner Drehregler, also funktioniert wirklich cool. Dann natürlich An-Aus-Knopf und halt ganz lässig, das machen wir hier mal ganz rechts, GT-Line serienmäßig dabei, Sitzlüftung, Sitzheizung, Lenkradheizung, Sitzheizung, Sitzlüftung, schon ganz cool. Oh, jetzt fängt sie an zu pfeifen. Gut, machen wir wieder aus. Genau. Ja, was haben wir hier? Dann haben wir hier eine ganz coole Schnellwahlleiste. Wenn ich nämlich hier drauf drücke, komme ich aufs Klimamenü. Seht ihr? Da haben wir Temperatur und so weiter. Drivers only, AC und so weiter, Sync. Und wenn ich hier oben drücke auf den Pfeil, habe ich Schnellwahltasten für mein System hier oben, der Serie ist. Ja, gucken wir uns das mal an, so schräg. Der ist so leicht gewölbt, das sieht man jetzt im Dunkeln nicht, aber in meinen anderen Videos werdet ihr das sehen. Und das ist schon richtig cool. Da kann man dann alles einstellen und da ist jetzt in dem Fall laut, leise und tune und wenn wir rumgehen, ist es Temperatur. Das finde ich schon echt cool gemacht, ja. Also ist echt lässig. So, und diese Streifen hier, die sind dann natürlich richtig lässig gemacht. Das Band unten der Fußraum ein bisschen beleuchtet, das ist echt schön blau leicht. Sieht man jetzt nicht, aber hier unten. Da hat es nochmal so eine Leiste und da leuchtet es raus. Seht ihr das? Unterm Sitz. Cool gemacht. Dann natürlich rechts die Taschen beleuchtet. Elektrische Fensterheber natürlich. Und dann gehen wir links rüber. Das große Display. Hier ist Lenkrad. Da ist natürlich meine GoPro ein bisschen davor. Dann linke Seite elektrische Fensterheber. Und haben wir unten links haben wir dann noch Helligkeitverstellung, Kofferraum, Tanköffnung oder Ladeluke zum Öffnen. Ne? Das ist schon cool gemacht. So, die Totale. Und jetzt gehen wir noch schön nach hinten. Und da haben wir hier unten auch längs in den Türtaschen die Beleuchtung. Ha, hinten auch Sitzheizung, da wo ich gerade sitze. Yay! Also, von dem her so eigentlich ganz nett gemacht. Und hier mit den Innenlichtern, da haben wir alles. Mit den Leseleuchten, der ist nur Touch. Zack, an, aus. Das ist auch eine coole Technik. Können wir hier noch rausgucken. Wir haben in dem Fall das Glasdach mit dabei. Ja, und jetzt kann man noch die Farben verstellen. Achtung, wir gehen auf Home. So, und dann gehen wir auf Einstellungen. So, und dann gehen wir auf Fahrzeug. Ne, halt. Doch, Licht. Zack. Und dann ambiente Beleuchtung. Sodele. Helligkeit, Farben. So, dann gehen wir auf die Farben. Und dann haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Ich gehe mal auf goldene Erkenntnis. Lässig. Jo. Und dann sieht das Ganze schon so aus. Alles so, ja, leicht gelblich. Aber auch schick. Das ist cool. Dann Meeresblau. Filmen wir uns im Urlaub. Jo. Auch edel. Aber wer es halt ganz individuell möchte, der geht auf Individual. Farbe festlegen und dann können wir so, was für die Damenwelt, ne? Muss ja auch sein oder auch, ja, wer auch immer. Ne? Kommt schon richtig cool. Ja, dann können wir auf grün gehen. So, hat auch was. Na, mach wieder scharf, jawohl. Jetzt hat das wieder. Ja, das kommt auch lässig, ne? Und so kann ich das spielen. Ich versuche das mal so ein bisschen wegzuhalten. Dann kann ich das ja wirklich so. Nämlich den Punkt, ne?
Und kann da so richtig so. Ja, ich mache das mal langsamer. Na, da kommt er leider nicht noch. Aber ja. Da kommen wir jetzt mal auf grün. Ich gehe mal wieder auf blau. So. Also da könnt ihr euch wirklich die Farbe so einstellen, wie ihr Bock, Lust, Laune habt. Das ist echt lässig. Das war's eigentlich schon. Hier haben wir noch das Display. Hier oben kann ich noch verschiedene Einstellungen machen. Zum Beispiel hier, was soll es mir denn bitte anzeigen? Was wäre das? So ein paar Möglichkeiten, bis jetzt zu spielen mit Rekuperation, Power und Geschwindigkeit. Und hier in dem großen Display kann ich dann nachher noch verstellen. Verschiedene Ansichten, ja. Da könnt ihr euch das Systemvideo anschauen, was wir noch gemacht haben. Assistenzsystemvideo, Ausstiegsassistent, Autobahnassistent, Spurwechselassistent und so Zeugs, Abstandsassistent. Also ein paar coole Dinger mit dabei, ein paar coole Features, die auch gut funktionieren. Und in dem Fall war es das schon. Ja, Ambiente-Video der neuen Kia EV6. In dem Fall mit 229 PS Heckantrieb, 350 Newtonmeter. Und es gibt ja dann auch noch 330, glaube ich, und über 500 PS. Aber da kommen wir noch dazu dann, gell? Macht's gut. Bis bald. Ciao.